Dann schauen wir mal. Da könntest du mal ein bisschen. Ja, das können wir auch machen. Das wird nicht mehr passieren. Kochen. Du könntest mal wieder was machen. Und zwar Mittagessen servieren. Gemüseburger, klebrige Banane, Ratatouille. Macaroni mit Käse. Ratatouille. Ein bisschen wieder kochen. Ach, stimmt, die haben jetzt einen Mixer. Sieht ja alles ein bisschen schneller dann. Okay, das ist immer noch cool hier, ne? So ein bisschen. Zeiten und dann hier diese Sportstange. Oh, ist schon ein cooles Haus. Ah, da bist du ja schon. Okay, du kannst ein bisschen Spaß vertragen. Aber ich glaube, wir können es mal. Ja, aber was war das gerade für eine lahme Veranstaltung? Ist ja überhaupt keiner aufgetreten. Ich glaube, ja, es war mal wieder ein typischer simlischer Bug. Und du wirst aber erstmal das machen. Und wie gesagt, das ist halt auch Sims. Sims ist für mich, ich nehme das eher als Entspannungs-Let's Play auf. Also es passiert nicht so viel. Ne? Es ist halt mein Platz hier und es dauert halt, bis Sachen passieren. Und ich finde es aber nicht so schlecht. Man kann halt für Aleko, wir waren in Ägypten, alles. Und das ist halt der normale Alltag wieder. Guck mal, er ist fast fertig hier. Oder ist sein, ich glaube, es ist seine Schreibfähigkeit. Auf jeden Fall. Vielleicht geht dann auch das alles ein bisschen schneller. Für mich ist eine amtliche Gothic-Familie, muss man sagen. Guck mal an hier. Kraut hinzufügen. Pfeffer, Minze. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Einfach ein bisschen. So, ein bisschen Pep. Much better. Verfeinern das nochmal und dann nehmen wir uns einen Teller. Kräuter, es ist so ein bisschen. Ist bestimmt so ein bisschen, ja. Ein bisschen Weed. Ah, ein bisschen. Oh, Hallöchen. Das sagen wir ja nicht nein, ne? Die gute Cinder. Ich komme ja schon. Oh, nicht die Italiener, ne? Okay, hat er nicht Bock drauf. Guten Tag. Kommen Sie doch rein. Wir haben gerade Havala gemacht. Kriege. Ja, moin. Absolut wunderbare Erzeugnisse. Machen wir mal. Ja, gut. Kannst du dir mal. Los. Der muss zum Essen rufen. Hier, wir haben heute Essen gemacht. Können wir gerne mal. Da natürlich ein bisschen Musik machen. Passende Musik. Dass die Sünde einfach mal so vorbeikommt, finde ich nicht schlecht. Ja, die passt ja auch zu dir, ne? Als Freunde, guck mal. Aber schön hier Abstand anhalten, ne? Wir wissen ja in Zeiten von Corona und so. Ja. Mensch, nicht so viel schlucken. Bisschen mehr Sinn. Ey, also der ganze Bimmel geht mir ja auf den Senkel, ne? Erstmal isst du jetzt auf. Oh, du bist ja schon fertig, ja, hör auf. Du hast ja schon gegessen. Warum isst du denn nochmal? Also, puh. Und? Na ja, gut, komm mal. Gut, ich habe. Oh, danke, mein. Oh, du bist aber nett.
So, ich muss ja mal los. Ihr macht keine Unnütze, verhexe alles. Oder sie haut einfach ab. Mal schauen. Aber du bist nett, Cinder. Das war. Ich muss gehen. Ja, tschüss, ne? Mach's gut. Mach's gut. So, und ja, die machen wir jetzt. Hallo, du sollst. Oh. Es ist wieder. Es ist ja genau wie in Ägypten abgebrochen und dann steht sie da, macht mit Magie. Soll sie auch machen, ne? Keine Sorge. Das machen wir noch. Aber du sollst jetzt erstmal. Katharina Hasenuss. Schön. Da ist er doch. Bist du auch verknallt in den? Was? Nico Alto? Ach, das hört der Big Boss. Ich höre Geist. Ah. Da hat's geknallt. Wer bist du? Jerry Hasenuss? Oh. Raven Bronson. Bronson steht bis über beide Ohren grinsend vor deinem wunderbaren Erzeugnis. Das Essen wird einfach hervorragend werden. Bronson dankt dir mit ein paar Simoleons für deine Mühe. Ja, das will ich auch meinen. Wenn schon, denn schon. So. Ja. Komm, dann können wir mal hier ein bisschen leicht abrocken. Wenn wir schon mal hier sind. Hier, E-Gitarre. Mal schauen, wie das klingt. Also die gleichen Lieder, nur halt mit E-Gitarre. Sound. Da finde ich aber cool gemacht. So, wenn du jetzt eine Band hast und einer spielt die akustische Gitarre, einer spielt die elektrische, da hast du schon. Ja, finde ich schon nicht schlecht. Eher noch ein Bass, so. Dann geht das los, du. Aber ich finde so ein Park schön hier, ne? Mit so einem Pavillon. Man so ein bisschen spielen kann. Ist geschützt vor Regen. Oh, das klingt schön. Eine sehr musikalische Familie. Bam, bam. Also solche Momente liebe ich einfach auch. Einfach mal da sitzen. Einfach zuhören. Bisschen runterkommen. Das ist für mich Sims 3 hier. Darum, dass die Strange Town hier ist auch ein bisschen so ein Relax-Programm. Das heißt, dass wir einfach so ein bisschen leben. Und hier geht's, hier will ich auch nicht groß was zusammenschneiden. Ich möchte einfach das genießen und schauen, was so passiert. Also es ist halt, es ist ja eine Lebenssimulation. Und das, was hier passiert ist, ne, das ist schon sehr Leben. Ah. Du hast schnell gearbeitet und konntest die Rohre freimachen, bevor das ganze Restaurant und nach vergammelten Tomatensuppe roch. Der Restaurantbesitzer ist dir für deinen dankbar, für der blablabla Geldbetrag. Genau. Und siehst du, wir haben ja 26.000. Also durch die ganzen Fähigkeiten kriegt man viele Sachen und das ist nicht schlecht. Okay. Okay. Ja. Pfefferminze. Und dann starten wir mal unsere Gesangskarriere. Das können wir ja schon mal machen. Das machen wir jetzt ja echt. Dann ist das schon mal klar. Das ist ja sowieso anders. Warte mal. Das machen wir gleich. Das können wir das auch hier machen. Berufe, Schriftsteller, eigentlich, oh, das können wir natürlich auch machen, aber nee. Ich glaube, kann man das nicht hier auch machen? Oh nee, okay, man kann es nicht machen. Man kann es nur über Laptop, aber das geht ja schon. Jobberufe, eine Traumkarriere anfangen.
Und dann werden wir nämlich den Sänger machen. Ne? Hat er schon erkannt, das ist der Weg dort, wo er wieder hin. Er hat das nötige etwas und ja. Wormigoth. Geisterjäger. Hatten wir, war schön. Rettungsschwimmer, ich glaube nicht. Darm, Sänger. Bei Sängern dreht sich alles um den Gesang. Und wer wirklich erfolgreich sein will, muss bereit sein, ihn jederzeit und überall erklingen zu lassen. Man beginnt als Straßenmusiker natürlich, der für Trinkgeld singt und gegen Bezahlung Xenogramme überbringt. Doch wer mit echter Hingabe dabei ist, befindet sich auf dem besten Wege zu ausverkauften Konzerten und Mega-Ruhm. Ich glaube, Öffnungszeiten. Okay. Künstlername für die ich habe ja an ganz einfach natürlich an ihn hier gedacht, Corvus. Ich meine, ich kann auch der Graf nehmen jetzt so ganz klassisch der Graf. Corvus, aber der Graf finde ich gar nicht so schlecht, oder? Ja. Eine kleine Hommage an einen meiner Lieblingskünstler, der Graf. Finde ich nicht schlecht. Nee, aber nicht von unheilig. Was ist denn jetzt los? Fandest du den Namen so schrecklich? Also, du bist auf dem besten Weg, ein singender Superstar zu werden. Doch im Moment ist das alles nichts weiter als ein Traum. Das Überbringen von Singogrammen ist eine tolle Methode, deinen Gesang zu üben und zum Einsatz zu bringen. Während du dabei auch noch ein paar singen musst. Bla bla bla. Der Graf. Ja, finde ich passend. Da kriegt er auch noch ein Outfit an. Entsprechend. Singogramm. Novize wahrscheinlich oder sowas, der Graf. Finde ich irgendwie cool. Und er sieht ja aus wie Graf Dracula. Ne? Es ist eher so ein Graf Dracula, ne? Der Graf. Und deshalb würde ich mal sagen, geben wir ihm gleich das Outfit, das neue. Ich guck mal ganz kurz, was er als Sänger. Künstler können wir auch jederzeit ändern, also kein Problem, Karriere 1. Und dann würde ich sagen, machen wir das mal. Jojo. Guck mal, das ist sein Outfit. Ich möchte ihm gleich ein etwas goffigeres Outfit geben. Und zwar das, was wir schon hatten, der Zauberer. Ich glaube, das passt sehr gut für den Anfang. Später wird es natürlich ein bisschen passender. Das sieht ein bisschen mehr nach Show aus, finde ich, der Zauberer. Aber. Für einen, der Graf heißt, der noch mit Zylinder oder irgendwie sowas oder mit, weiß nicht, Monokokel. So. Das, ja, das ist einfach so. Guck mal, wie er aussieht. Das geht gar nicht. Aber. Oh. Die Haare natürlich nicht. Da müssen wir auch nochmal rüber. Und was hat er da eigentlich an? Oder. Ja, das ist auch, ja. Nee, aber wie gesagt, das ist einfach so, ne? Obwohl so eigentlich sogar noch ein bisschen mehr. Ja, es ist eigentlich eher so. Genau. Aber ja, natürlich richtig so. Jawohl. Ich meine, die Schuhe gehen natürlich überhaupt nicht, aber. Jetzt noch ein bisschen ein paar andere Sachen. So, wo sind jetzt schöne Schuhe? Oh, das geht ja schon. Die machen wir noch ein bisschen schwärzer. Okay. Irgendwas hier noch? Eine Brille oder so, aber das passt glaube ich nicht. Da haben wir, glaube ich, nicht irgendwas mehr. Aber finde ich irgendwie toll.
So, dann zieht man das gleich auch an. Und dann machen wir auch noch das Aussehen. So.